Ja, schönen guten Tag oder ja, es ist inzwischen nach 12. Guten Tag, liebe Gemeinde an den Bildschirmen. Frohe Weihnachten. Ist doch schon vorbei. So höre ich dann heute oder gestern auch schon. Weihnachten ist so ein Fest. Es ist nicht zugespitzt auf den 25. oder inzwischen bei uns fast zugespitzt auf den 24. den Heiligen Abend. Weihnachten. Es geht viel länger, auch selbst in der Liturgie. Gute 2 Wochen feiern wir Weihnachten. Und eigentlich dürfen wir es dauernd feiern. Gott mit uns. Ist das nicht eine Wahnsinnsbotschaft? Wir brauchen, so spitzen, wenn man sich dessen wieder neu erinnert, neu bewusst wird. Von daher solche Feste im Laufe des Jahres. Aber diese Botschaft, Gott ist mit euch. Manchmal auch schwierig, das zu sehen oder zu spüren bei Finsternis, die es gibt. Aber da sagt gerade Weihnachten, ein Licht kommt in die Welt. Wir haben hier das Licht von Bethlehem. Pfadfinder haben das über 1000 Kilometern nach Europa gebracht. Und hier haben es auch Pfadfinder weitergereicht. Ein Licht von Bethlehem, das Licht Gottes. Es mag immer wieder leuchten, ihren Gedanken, ihrem Herzen aufgehen, dass sie sagen, gut, dass ich da bin. Dieser Sonntag, neuer Tag, neue Chance, neu miteinander zu leben. So, dieser letzte Sonntag in diesem Jahr, genießen Sie ihn. In einer Woche ist ein neues Jahr. Dann werden wir uns hoffentlich munter wiedersehen können. Einen guten Sonntag, Ihr Pastor Norbert Appel.